Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Deponia. Wir wollen hier immer noch weg. Rufus steht immer noch so rum, wie wir in der letzten Folge gelassen haben. Wir gucken uns hier noch in seiner Wohnung ein bisschen um, sammeln so ein paar Sachen, um die Fluchtkabine fertig zu machen, glaube ich, so hat es genannt. Und da würde ich sagen, gucken wir uns hier mal die Herdplatte an. Kalt. Schweinerei. Wir müssen wahrscheinlich den Ofen erstmal anmachen, oder? Können wir da direkt mal mit dem Handschweißgerät rangehen? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Okay, haben wir verstanden. Können wir die ganzen Socken da reinwerfen? Ob ich hier die zweite Socke finde? Wahrscheinlich nicht, wenn du das schon so sagst. Die ganzen Zettel können wir da reinwerfen, oder? Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Okay, wir müssen also erst alle Zettel einsammeln, das kriegen wir hin. Und hier in der Spüle ist auch noch ein bisschen was. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Das haben wir schon verstanden. Die Gabel können wir aber gerne mitnehmen. Die geht doch nochmal. Und auch den Topf können wir nochmal mitnehmen. Wo ich da gerade den Topf sehe, können wir damit die Wasabi-Nüsse hier aus der Ecke rauskratzen? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ich brauche einen besseren Behälter. Der Topf hat keinen Deckel. Und am Ende kullern die mir doch nur durchs Inventar. Das wäre natürlich nicht so schön. Das wollen wir nicht, Jutta Rufus. So, wir prüfen mal. Ich glaube, hier haben wir bis auf diese Kammer alles angeguckt. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Na, dann nimm doch mal eins von deinen super Werkzeugen, wie zum Beispiel hier den Pömpel. So in etwa. Habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass das auf Anhieb funktioniert. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Aber sie ist abgehauen, Rufus. Na wunderbar, da haben wir eine Mausefalle. Ist da sonst noch was drin? Die Maus ist schon voll. Was nicht? Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Ach, warum denn nicht, Rufus? Sei doch mal nicht so. Wir können hier oben nochmal gucken. Hier gab es ja noch so ein, zwei Sachen. Und zwar haben wir hier... guck mal, hier ist noch das Waschbecken. Das haben wir noch gar nicht angeguckt. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. Sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Können wir mit dem Waschmittel da was reißen? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Na denn, das ist ja wunderbar. Machen wir mal die Spinntür hier zu, ist ein bisschen im Weg. Den Zahnputzbecher können wir nicht nehmen, denn gucken wir mal hier in Tonis Zimmer. Ist ja abgeschlossen, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Er war mit Toni zusammen. Okay, gute Info. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Na, aber ich dachte, genau das haben wir vor. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Na gut, dann gehen wir erstmal nach unten, wenn wir da nicht raus können. Aber ich glaube, wir können auch hier nicht raus, so wie es aussieht. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Genau das. Was braucht man denn alles? Wir haben ja jetzt noch einen Zettel. Können wir jetzt einen Haufen Zettel, die in den Ofen werfen? Und rein damit. Ja, das können wir. Wunderbar. Dann nehmen wir mal unser Handschweißgerät und hauen das mal hier an. Wumms. Einmal Feuerchen gemacht. Wunderbar. Klappe zu. So, die Herdplatte müsste warm sein. Verdammt, das ist ja heiß. Ach. So, und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Wir haben einen Topf, wir können uns was kochen. Können wir die Altöldose da reinschmeißen? Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Oder einfach Öl direkt. Ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Oh, er hat den Plan B. Das ist sehr gut. Die Socken verbrennen? Ob ich hier die zweite Socke finde?
Mit der Gabel irgendwas? Noch nichts zu gabeln da. Alles muss man selber machen. Schrecklich, ja, Rufus. Einfach nur schrecklich. Dass das Essen da nicht von alleine drauf springt, ist auch ein bisschen schade. Der Ofen könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Dann schreibt Toni mal eine Memo. Unseren Pimpel können wir nicht wieder mitnehmen. Nee, das ist ein bisschen schade. Gut, jetzt haben wir ein Feuer gemacht, wissen aber nicht, was wir damit anfangen sollen. Die Nüsse können wir nicht mitnehmen. Ich würde sagen, wir gucken hier nochmal hoch. Hier war auch nichts mehr. Nee, die alten Fluchtpläne, der Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Ah, hätte man mal gleich gucken sollen. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Gut, den Seitenschneider haben wir ja. Ich wollte hier nochmal reingucken. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war... Und das soll da jetzt alles rein oder wie ist der Plan? Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Da haben wir schon mal den passenden Hinweis, wo er denn hin möchte, und zwar nach Elysium. Gut, dann wissen wir jetzt, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Zahnbürste und die Erdnüsse, die Wasabinüsse, die da noch drinne sind. Wir müssen halt nur die Altöldose irgendwie alle kriegen. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Genau, das ist ein guter Hinweis. Dankeschön. Wir schmeißen das Altöl einfach mal ins Waschbecken. Und weg damit. Ach, wunderbar. So, dann können wir wahrscheinlich jetzt die Erdnüsse mitnehmen. Wo ist es? Unser eine leere Dose. Schnappen wir uns mal die Nüsse, die hier so rumliegen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, die werden wahrscheinlich super sein. Dann haben wir den Proviant. Können wir die Liste mal angucken, bitte? Es fehlt nur noch der Sack. Ja, wir haben es verstanden. Es fehlt nur noch ein paar Socken. Ein paar Socken. Er möchte natürlich, so wie es scheint, nicht die unterschiedlichen Socken haben. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach... Das haben wir verstanden, Rufus. Frage ist halt nur, wo kriegen wir die anderen Socken her? Beziehungsweise müssen wir ja auch erstmal die Zahnbürste hier rausbekommen. Das sollte doch eigentlich Sie auch irgendwie Macht machen. Mich. Na, warte. Das sollte doch irgendwie möglich sein. Können wir den Topf dafür benutzen? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Du sollst die Zahnbürste damit einfangen oder mit der Mausefalle. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Was könnte eine Zahnbürste wollen? Eine Gabel? Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Oder eine Socke? Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Dann weiß ich gerade auch nicht so richtig, was da rein will. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Was könnte eine Zahnbürste wollen? Da fehlt mir gerade irgendwie der richtige Denkansatz. So, wir dürfen hier nicht raus. Die Hausapotheke können wir ja noch aufmachen. Kriegen wir das mit der Gabel hin? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Gut, also auch mit der Gabel funktioniert das nicht. Das Schweißgerät hat man ja schon probiert, den Seitenschneider auch. Das Waschmittel. Die Möbel putzen? Geht's noch? Ich meine, es sind Möbel. Es ist nicht so, als würden sie oft bei Regen draußen im Schlamm spielen. Da hast du natürlich recht, aber ich dachte eher so, dass du das hier mal einschmierst, dass man da irgendwie besser rankommt. So wäre mein Plan gewesen, Rufus. Verschlossen. Die Hausapotheke hat mir... Aber seit ich neulich versucht habe, ein... Jetzt ist da... Das kennen wir schon. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl tun. Auch das haben wir mittlerweile verstanden. Machen wir hier nochmal zu. Hilft uns das in irgendeiner Art und Weise? Wahrscheinlich nicht.
Haben wir hier oben noch irgendwas vergessen? Er hatte hier seine alten Pläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja, das ist richtig. Die Truhe wollte er ja nicht aufmachen und sein Fernrohr. Können wir da irgendwas mitnehmen, benutzen? Es läuft doch immer nur Müll im... Müll, Müll und noch mehr Müll. Das Interessante ist auch, es ist doch kein Unterschied, ob ich das Ding angucke oder benutze. Er macht immer dasselbe. Ja, was macht man? Idee. Können wir im Waschbecken noch was machen? Da unten war nichts mehr. Der Kühlschrank ist leer, beziehungsweise auch nichts mehr zu holen. In der Spüle. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hat darin viel mehr. Du hast ja erstmal alles da mitgenommen. Also es ist ja nichts mehr zum Abwaschen da. Können wir die Mausefalle erhitzen? Macht das Sinn? Wozu? Ich habe doch noch gar keine Maus gefangen. Das ist richtig, aber ich wollte es mal probieren. Denn vielleicht eine Socke heiß machen oder das Waschmittel heiß machen? Der Ofen könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Gut, das hat man schon. Eine Socke braten. Ob ich hier die zweite Socke finde? Nee, auch das möchte er also nicht. Die Socke waschen. Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Warum eigentlich nicht? Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Auch das ist schade. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle... Hier gibt es nichts mehr zu fangen, ihm was nicht hat. Tja, da sind wir 10 Minuten im Spiel und ich weiß schon nicht, wo wir hin sollen und was wir machen sollen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ja? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Die gute alte Couch. Schade, dass im hier kann... Die passt nicht in den Fluchtapparat, das wissen wir mittlerweile. So, wir haben einen Ofen angemacht. Wir haben eine Zahnbürste. Sie verspottet mich. Na, warte. Wir kommen nicht in Tonis Zimmer und wir kommen auch nicht raus. Ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Wir haben nicht so viele Sachen, die wir machen können, ne? Wir haben den Proviant. So, können wir die Liste mal... Können das wir die steht Liste nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen... Haben wir verstanden. Gut. Das könnte nützlich werden. Wir gucken die Liste nochmal an. Wir brauchen immer noch die Zahnbürste. Es fehlt nur noch die Zahnbürste. Und die Socken und die Verpflegung. Und ich dachte, er gibt vielleicht noch einen kleinen Hinweis, was wir damit machen sollen. Tut er aber nicht. Ach, das geht schon sehr gut los in diesem Spiel. Raus dürfen wir immer noch nicht, oder? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Das haben wir verstanden, Rufus. Wollen wir den Kühlschrank mal ein bisschen erhitzen mit unserem guten Handschweißgerät? Wo rennt er denn jetzt hin? Okay. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Sehr gutes Argument, Rufus. Bin ich natürlich Toni auch immer sagt, von... Ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach überzeugt. Nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon... Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist. Ich brauche wohl einen besseren Plan. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon... Was nicht heißt... Wir müssen einen Köder in die Mausefalle packen. Köder wird das wohl nichts. Frage ist halt nur, welchen, ne? Ah, Mensch, ich will doch das Let's Play hier nicht so in die Länge ziehen. Das ist doch doof jetzt. Hier gab es auch nichts mehr drin, ne? Nur die Spinntür, die können wir uns angucken. Können wir uns die Items angucken? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den abwarte. Toni hat da... Ich sehe gar nicht ein, Toni hat da... Die Maus ist schon voll... Was nicht... Das könnte nüt... Eine Socke habe ich, aber ich brauche einen... Ich will ja nicht wie ein... Eine Socke, aber ich will ja nicht... Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das heißt, wir können das Waschmittel mit den Socken verwenden. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Das Waschmittel soll angeblich... Hä? Wer okay, das funktioniert also nicht so, wie ich mir das dachte. Vielleicht müssen wir das Goni auch erst ins Waschbecken legen. Das ist einfach nur unfair, dabei warte ich... So eine Socke ins Waschbecken? Ob ich hier die zweite Socke finde? Ob ich hier die zweite... Na, dann halt nicht. Die Socke mal in die Spüle legen? Funktioniert sowas? Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Wollen wir die anzünden? Ob ich hier die zweite... Nein, du sollst sie anzünden. Ob ich hier die zweite Socke... Ah, Mensch, Rufus. Mehr ist wohl nicht zu... Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht... Reicht ja auch. Ja, wir können hier auch das Wasser einschalten. Ich sehe gar nicht ein, Toni hat darin viel mehr... Wenn man das Waschmittel da reinkippt... Das muss noch nicht sauber, das sage ich. Mensch, Mensch, Mensch. Genau, machen wir den Topf mal voll mit der Soße. Packen den wieder ein. Topf mit Wasser. Das soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Was machen wir jetzt damit? Kippen wir da das Waschmittel rein? Ah, ja, genau. So, jetzt haben wir einen Topf mit Waschmittel. Da kippen wir mal die Socken rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ah, das müssen wir also kochen. Gut, dann einmal den Topf auf die Herdplatte. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ach so. Na dann steck deine Socken einfach so rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube... Hat er das jetzt gemacht? Ja. Wir kochen einfach mal unsere Socken. Autsch! Das ist ja heiß. So, wie kriegen wir das da jetzt wieder runter? Mit der Gabel? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Okay. Ein Sockenpaar, das haben wir. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch die Zahnbürste. Irgendwie. Das ergäbe sicher ein grandioses... Ist ja, doch was. Kennen wir, verstehen wir. Jetzt müssen wir nur noch die Zahnbürste da irgendwie rausbekommen. Können wir mit dem Topf noch irgendwas machen? Was soll Toni nochmal sagen? Ich tue nicht genug. Können wir die Mausefalle da noch mit reinwerfen? Ich habe doch noch gar keine... Wir brauchen einen Köder für eine Zahnbürste. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer... Was nicht heißt... Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Und die Hausapotheke sollten wir vielleicht auch noch aufkriegen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wie. Weder mit dem Seitenschneider noch Dank mit den restlichen... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Zeug, funktioniert Verdammt. Das wirklich? Können wir mit den Socken hier irgendwas anfangen? Niemals. In diesem Müll zwei gleiche Socken zu finden, war schwierig genug. Ah, was machen wir damit? Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Okay. Ob da wohl irgendwas drin ist, was ich für meine Reise brauche? Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass... Wie kriegen wir die Hausapotheke auf? Gott sei Dank bin ich ein... Verdammt! Ich habe keine Idee. Verschlossen. Sie verspottet mich. Na, warte. Sie verspottet. Na, warte. Oh Mann, Rufus. Mach irgendwas. Gib uns einen Hinweis. Die Maus ist schon vor langem. Was nicht? Da stecke ich meine Hand. So, wir haben eine Mausefalle gefunden. Für was können wir die benutzen? Wir können die Spüle hier nochmal benutzen, um Wasser reinzulassen. Boah, was für eine Plörre.
Bringt uns das irgendwie weiter? Können wir den Proviant da reinwerfen? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Da frage ich mich, wie der hier durchkommt, der Typ. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was können wir noch machen? Wir haben die Spinntür, wir haben die Hausapotheke und wir haben die Zahnbürste, die hier ein bisschen durchrotiert. Und auch hier haben wir nichts, was uns wirklich weiterhilft. Das ist die Kiste, die mir mal vorher mich im... Ich will sie, ich will keine... Wir können auch nichts mehr anfassen und dann nichts rumspielen. Nein, ich habe noch nicht zu Ende. Sie verspottet Nava. Das ergäbe sicher ein... Ist doch was für... Nein, die Ecke war mal ein... Aber mittlerweile... Ist ja schön, dass Toni danach schaut, aber ich will Nur doch immer Toni noch die Zahnbürste haben. Wenn ich den Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauserloch umziehen. Der brennt doch schon. Mach mal hier vielleicht mal wieder aus. Geht das? Nein. Da soll Toni nochmal sagen. Autsch! Das ist ja hart. Vor allen Dingen, wo hat er die Gabel gelassen? Hat er die jetzt einfach in den Töppi geschmissen, oder? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein... So ein Seitenschneider... Ich hab keine Idee mehr. Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Was denn für eine Maus? Du sollst die scheiß Zahnbürste da fangen. Nein, die Ecke war mal einfach mittlerweile. Ah, ich krieg die Krise. So ein Seitenschneider ist... So, ich würde sagen, ich suche noch ein bisschen weiter rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.